Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Grimworld. Ich wollte schon wieder Quise sagen. Eieiei. So, diese Belagerer-Typis, die schlafen jetzt. Das heißt für uns, es könnte sein, dass wir es schaffen, sie zu überfallen. Ich sag mal, die sind ja mitten im Winter, ja? Ich frage mich, warum die nicht kalt ist. Leider fehlen uns drei Leute in der Schlagkraft, ja? Wir haben ja hier 2, 4, 6 Leute mit Bewaffnung. Aber die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute mit Bewaffnung. Ja? Und die können scheinbar auch ganz gut schießen. Haben wir jedenfalls an den Mörsern gesehen. Wie viele Mörsergranaten haben sie? Die haben noch 11 Stück. Das heißt, so viel müssten wir wahrscheinlich noch überstehen. Wie wir gesehen haben, treffen die leider sehr gut. Wirklich viel zu gut in meinen Augen. Weil wir sind hier lang gelaufen, genau da haben sie eingeschlagen und dadurch haben sie uns gleich 2 rausgenommen. Das ist ein dritter, der sich ja noch um die Verletzten kümmern muss. Der hier, der unser Diver, der ist ja witzigerweise unser Diver, die ist ja die Ehefrau vom Zap, also Zap hat es, glaube ich, hat nicht viel Glück mit seinen Ehefrauen, aber wir werden es jetzt einfach mal machen. Wir positionieren uns hier. Die haben, glaube ich, keine Granaten oder sonst irgendwas. Da ist ein Nahkämpfer. Was hat der? Der hat gar nichts. Und der hat auch... Nee, der hat eine leichte Pistole und einen Revolver. Also Maschinenpistole und einen Revolver. Wir riskieren es einfach mal. Wir lassen uns die Tiere los. Lassen die Tiere frei. Es tut mir leid, Tiere. Das ist notwendig. Lilith ist schon angeschlagen. In 60 Stunden tot. Das können wir... Ist. Zieh dich mal zurück, bitte. Das ist noch in Ordnung. 16 Stunden ist auch nicht mal so schön. Du gehst mal dahin und du gehst da mal hin. Okay, die haben noch gar keinen verloren. Okay. Okay, das war ein selten doofer Fehler. Und selten doofes. Diese Typen kotzen mir so dermaßen an. Zum Glück habe ich, ja, so gewieft, wie ich bin, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht nochmal von vorne anfangen. Wir haben ja eigentlich schon relativ viel gelernt, deswegen laden wir einfach nochmal neu. Ich bin ein verdammter Cheater. Ich weiß. Ich bin ein verdammter Cheater. So. Deswegen belassen wir es einfach mal dabei. Wir brauchen, wenn dann schon die volle Manneskraft, wenn wir das gewinnen wollen. Und die haben wir einfach nicht. Uns fehlt die volle Manneskraft. Hier drin ist alles eisekalt. Immerhin sind die Leute gerettet. Ich frage mich, warum du da rausgegangen bist, Lilith. Achso, klar. Ich sollte vielleicht noch sagen, Heimat. Nur in der Heimat. Nur in der Heimat. Das ist am schönsten. Oh, wir sollten aber hier mal das Heimatgebiet verkleinern. Und zwar einmal so hier und einmal so hier. Dann hier bitte auch noch. Und da. Hier machen wir auch noch weg. Damit sie auch nicht rausgehen, weil sie ja sonst zu doof sind, Gefahren zu erkennen und zu umgehen. Aber die Wände machen wir mal hier, damit sie im Notfall Wände reparieren können. Okay, dann probieren wir einfach mal, wie versetzen das aus, weil es ist einfach zu gefährlich. Na, Lilith, willst du... Man wird sich von einem Lux töten lassen, ja? Alter, es ist ja wieder... Ja, toll. Oh, super, Lilith stirbt. Lilith lässt sich von einem Lux töten, ernsthaft. Ah, ist sowas, kotzt mich, sowas regt mich gerade richtig auf. Ich schreite hier nochmal. Oh, das ist die Folge des Cheatings. Oh, ich weiß. Schlimm, schlimm. Ah ja. Was sind Videospiele? Was wären Videospiele ohne Cheaten? Nee, diesen Lux, den holen wir uns. Das lasse ich nicht mit mir machen. Es ist eine Frechheit.
Das ist der Frechheit. So, wir beschränken schon mal hier drauf. Wir haben ja zum Glück nicht viel erreicht vor dieser Folge, außer dass wir festgestellt haben, dass der gute Substream ein Cheater ist. Ja, was soll's. So. Aber bei so einem Spiel, da baut man ewig lange was auf und dann wird's einem weggenommen, weil hier ja in der Welt von Wimworld ist ja scheinbar jeder prinzipiell böse und ein Verbrecher. Und es gibt ja scheinbar mehr Fraktionen, die einen töten wollen, als einen helfen wollen. Wie in der Realität halt. Aber diesen Luxi, den hole ich mir jetzt. Dieser miese, fiese Luxi. Guck mal, Lux, da kommt ein paar Leute auf dich zu. Freust du dich schon? Oh, guck mal. Jetzt sollte man hier ein bisschen schnell machen. So. Und erledigt, so. Dieser Lux. Okay. Diver überlebt das. Hat nur eine kaputte Rippe. Und noch hat er eh ein Holzbein. Dann ist er gut. So, dann hoffen wir mal, dass die vielleicht mal ausnahmsweise nicht so gut treffen, wie gerade eben die ganze Zeit. Vielleicht überleben wir das wirklich, ja. Hier läuft ein Vakuum mitten in unserer Basis. Ich hasse es. Danke. Hier läuft einfach mal so ein Vakuum mitten durch meine Basis. Gibt's einfach nicht. So, laufen irgendwie noch mehr Tiere rum in meiner Basis. Da, mit der Meinung, mich ärgern zu müssen. Werden direkt alle umgebracht. Ah! Oh Mann. Ist eine super Folge. Wir cheaten, wir sterben. Tragische, viele Tode. Ja gut, ist alles in Ordnung. Das psychische Brumm hat schon mal aufgehört. Das Ding ist ja... Können wir bei dem irgendwas rausreißen? Nö, wir können nur abschalten. Nein. Und jetzt kommen sie wieder an mit ihren scheiß Mörsergranaten, die Ficker. Ja, mitten da reingedonnert, schön. Ich liebe es. Bada, bada, bada. Naja. Na, vielleicht schaffen wir es ja. Ich habe leider keinen Bunker. Ist ja egal, weil die können ja mitten hier reinspringen. Das haben sie da schon wieder aufgemacht. Ach, die haben mir genau... Ach, wie schön, die haben genau meine Sitze... Meinen Tisch zerstört und meine Stühle. Ach, wie schön. Sowas liebe ich, ja. Vielen Dank, ihr Ficker. Hat doch schon so lange gedauert, die überhaupt aufzubauen. Vorhin abgeschlossen, Schlafsäcke. Yay, wir haben Schlafsäcke. So, was bauen wir denn da? Also ein Recurve-Bogen, lange Klingen, raffinieren, Waffenschmiede. Ja, das ist eine Idee. Machen wir hier Waffenschmiede, Rückstoßlader. Okay. Wenn sie hier rein treffen, wäre es natürlich ist ja super. Immer unsere Tiere gehen raus. Da gibt es ein Feuer. Und Lilith rennt mitten rein, ey. Alter, wie kann man nur so dumm dämlich sein? Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, wie man so strunzend dämlich sein kann. Na, jetzt verbrennt es am besten noch. Oder wird gleich noch von einer Mörsergranate erwischt. Eieieiei. Na, will mal jemand irgendwie ihr helfen? Ah, danke, du trittst sie aus. Oh, Hyäne, du hast aber Schwein gehabt. Ein Zentimeter nehmen und das hätte ich mitten im Schlaf erwischt. Oh, guck hier, das meine ich. Genau, da mitten rein. Ich liebe es. Es ist so schön. So, dann löscht das Feuer. Hier drin wird es mir sonst sehr heiß. Dankeschön.
Okay, gucken wir mal. Wo triffst du da? Hat er reingetroffen? Okay. Wie geht's denn den Leuten überhaupt körperlich? Ja. Gott, sind die Typen nervig. Ich bin leider nicht stark. Meine Leute sind leider nicht stark genug, um die zu bekämpfen. Die haben auch super krasse Bewaffnung, Alter. Die Revolver, Maschinenpistolen können ja wahrscheinlich auch alle super schießen. Stimmt's? Ja, Fernkampf. Natürlich können sie super schießen. Arschlöcher. Oh, der hier vor allem, Alter. Kein Wunder, wenn er so getrifft. Schade, dass ich selber. Ich brauche selber Mörser. Können wir Mörser bauen? Das wäre cool. Können wir eigene Mörser bauen? Nö. Das können wir erforschen, oder? Mörser? Ja, wir erforschen Mörser. Dann können wir zurückfeuern. Oh, schön. Wieder in unser Lager rein. Herrlich. Hier drinnen wird es auch schön heiß. Naja, zum Glück ist da kein Dach. Da haben sie jetzt wieder reingetroffen. Alter, die Typen nerven. Gott, nerven die. Wie viel Schuss haben die denn noch? Noch drei. Ich hoffe, dann ist es zu Ende. Ach, die haben noch Brandgranaten. Natürlich, Brandgranaten. Warum auch nicht? Draußen reingetroffen, okay. Sub wurde gerade gesehen, er wird die nächsten Räder genauer schießen. Was heißt genauer? Kann man das sehen? Ja, zu heiß ist es hier definitiv nicht. Ne, man sieht das nicht. Ja, da ist nicht so schlimm. Ah, der ist fast überstanden. Ach, die kriegen Lieferungen! Die kriegen auch Lieferungen, diese Kackbastarde! Na! Komm, geh schlafen, du Arschgeige. Mit dem. So, dann machen wir es jetzt anders. So, ja, wenn alle sterben, dann ist das Let's Play halt vorbei, leider Gottes. Aber das ist ja. Alter, sind die nervig, diese Penner. Wie soll es. Wundinfektion? Ach, durch die Verbrennung. Die wurden alle nicht behandelt. Sehr schön. Sollen alle da sein. So, einen haben wir rausgenommen. Okay. Verteilen wir uns mal ein bisschen. Na, komm. Haben wir noch jemanden hier? Jitter? Nee. Haben wir nicht mehrere Leute mit Nahkampfwaffen? Okay, und jetzt lasst die Tiere frei. Attacke! Ja, verpisst euch, ihr Wichser! Dreckige Bastarde! Zieht Leine! Verlasst meine Gegend, das ist mein Revier! So! Schluss wird lustig hier. So, wir sind alle quasi tot. Wir retten ihn mal. Kamisa ist auch down. Wir sind hier am wenigsten tot. Gucken wir mal. Diver. Diver kann auch noch jemanden mitschleppen. So, wie lange lebt der noch? 15 Stunden? 7,5 Stunden. Ist da kann der irgendwas Besonderes hier? Oh, der kann kämpfen. Kann auch arbeiten. Du Geisterberg und Feuerlöschen mag er nicht. Er ist nervös. Psychisch sensibel und Pyroman. Okay, nutzlos. Rauschmittelinteresse, eiserner Will, das ist schon mal nicht schlecht. Psychisch taub. Er kann auch schießen, das ist gut. Dann, wer trägt denn gerade nichts? Diver trägt, wow. Dann fangen wir den da mal. Fangen. So, ist auch der am wenigsten lange lebt noch. Der lebt ja noch 15 Stunden. Oder können wir die noch... Wir können ihn auch noch fangen. Wahres, komm. Du bist ja da scheinbar am Arsch der Welt. So, jetzt müssen wir definitiv Menschen retten.
Zum Glück ist hier schon wieder alles schon mal warm. Okay, unser Arzt ist Kamisa. Kamisa wird... Ist gerade down, sehr schön. Okay, Varys. Varys versorgt Zap. Gut, dass wir noch einen Arzt haben. Varys, du musst gleich mal Kamisa behandeln. Arzt erfolgt bereits bei Kamisa, sehr gut. Lilith hat noch eine Wundinfektion, das freut mich sehr. Das ist das Schönste überhaupt. Das ist so wunderschön, dass ich gar nicht in Worte fassen kann, wie wunderschön das ist. Wir müssen mal gucken. Wir wollen ja nicht, dass jemand stirbt. 8,9 Stunden stirbt Jitter. Okay, wer stirbt noch in absehbarer Zeit? Klobura stirbt in 7,1 Stunden. In 11 Stunden ist Kamisa tot. Okay. Wir retten erstmal Kamisa, danach Klobura und danach Jitter. Ist über eine Klobura. Kann sie laufen? Nee. Sie muss sie erst erholen. Sie ist komplett down. Schwere Krankheit bei Wim. Ach stimmt, Wim ist ja... Ach Mist, der stirbt ja auch gleich. Den möchte ich eigentlich noch am Leben behalten. Wo ist denn die Sandra eigentlich? Wollte hier nicht jemanden... Sollte Varys nicht noch jemanden holen? Ist der schon gestorben unterwegs? Eieiei. Okay, Varys. Behandelt ihn hier mal. Weil Jitter hält ja noch ein bisschen länger durch. Weil vielleicht kriegen wir den noch gerettet. Ah ja, sehr gut. Oh ja, das klappt was. Sehr gut. Oh, schön. Das wird was. Schwere Krankheit bei Jitter. Orlando und Wim. Wim, behandeln wir gerade. Orlando. Was ist denn mit dir, Junge? Ach, du stirbst in 5,8 Stunden. Warum habe ich das gerade nicht gesehen? Kamisa, kannst du wieder... Naja, kann noch nicht. Doch, Kamisa kann wieder. Sehr schön. Versorgt Jitter. Sehr gut, du bist fleißig. Nein, füttern ist erstmal unwichtig. Behandle Orlando bitte. Dankeschön. Ah, Kamisa, du bist fleißig. Du hast den. Du kannst zwar kaum arbeiten im Moment, aber sollte reichen, um zu verarzten. Rim lebt ja jetzt auch. Tja, hier war meine Heizung drin, Kumpel. Na, gefällt es dir, in der Behausung zu leben jetzt, wo du gerade erst noch alles zerstört hast? So, wir können hier über ein Lagerfeuer reinsetzen. Achso, so. So, wir können mal die Beschränkung schon mal aufheben hier. Lilith müssen wir behandeln, sonst stirbt sie uns weg an den Wundinfektionen. Varys, wo bist du? Varys hat Sex. Nein. Es tut mir leid, aber es gibt Wichtigeres zu tun. Oh, die Heizung ist oft bei denen aus. Varys, willst du hier mal... Danke. Weil ja, Lilith immer verdient hat es ja. Wenn man wer sieht, dass vor ihm Feuer ist und dann ins Feuer rennt, hat es ja nicht anders verdient. So. Okay, Lilith. Vielleicht überlebst du es ja. Gucken wir mal. Es ist schwere Wundinfektion. Die Heilung ist quasi noch nicht vorangeschritten. Sie stirbt sowieso. Sind jetzt alle behandelt? Behandelt? Behandelt. Wo ist behandelt? Schwere Krankheit, Wundinfektion. Klobura ist behandelt. Behandelt. Er ist noch nicht behandelt und Kamisa ist behandelt. Okay. So, okay. Bedaibo schläft. Wird Bedaibo behandelt? Ne, das wollte ich nicht. Bedairo, Varys, wo schläft denn Bedairo überhaupt? Ach, da oben.
Behandeln bitte. Dankeschön, damit das nicht ausufert und da jemand stirbt. Eieieiei, ist das, Alter, war das eine Folge. Ist das eine Folge, ey. Also wir haben es tatsächlich dann noch überlebt, nachdem wir zweimal gecheatet haben. Wir werden hier schon mal sagen, die können alles mitnehmen, was sie finden hier. Das sind ja auch gute Materialien, muss man sagen. Wir haben jetzt hier das. Upload the Coven Shell, so it can be replaced with different emanation. Ach, jetzt kann man es. Jetzt kann was Neues sein. Oh, dann installieren wir es auch bei uns, ne? Warum nicht? Packen wir es da unten hin. Schuss geladen, High Explosive Grenade. Oder Granate. So, dann reißen wir hier den ganzen anderen Scheiß ab. Ah, das ist alles erstmal unwichtig. Also, wir haben es immerhin, wir haben immerhin überlebt. Wir haben es geschafft, dass keiner gestorben ist, auch wenn Lilith wahrscheinlich jetzt demnächst verrecken wird. An ihren Wundinfektionen. Die Immunität ist bei. Immunität ist jetzt bei 60% Effizienz oder so. Warte mal. Achso, die Wundinfektion ist bei. Einmal bei 62. Und der rechte Arm ist bei 39. Okay, das geht sogar. Also, wenn das so bleibt, dann überlebt es sogar. Mit Glück. Zur Not können wir, wenn es wirklich nicht anders geht, können wir ihr die Arme abnehmen. Dann ist sie ein keinarmiger Bandit. Oh, ist das böse. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und cheerio.